Letzter Spieltag der Saison, das ist ein Grund zu feiern. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fußmanager 22 hier auf meinem Kanal bei Let's Splinter. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet. Wir haben die letzte Partie dieser grandiosen ersten Saison vor der Brust und wir spielen gegen den Drittplatzierten Bayer Leverkusen. Das heißt, es geht hier, ihr seht es an der Tabellenkonstellation, um die goldene Ananas und ein paar Euro mehr oder weniger TV-Prämien. Das allerdings sollte genug Anreiz sein, um in dieses Spiel einzusteigen. Ich freue mich sehr darauf, diese Saison mit dem SC Freiburg zu Ende zu bringen und bin sehr, sehr gespannt, was sich in Folge dieser Saison alles ergeben wird. Wir starten hinein in die neue Folge. Bleibt dran und lasst mir gerne ein Abo auf YouTube da. Los geht's! Das werden wir auf jeden Fall tun. Nach dieser Saison wird an einem Samstag die Saisonabschlussfeier stattfinden. Die beläuft sich auf 83.500 Euro, aber die ist es auf jeden Fall wert. Wir überlegen, noch eine Spielerfeier dran zu hängen an einem Sonntag. Wir haben damit relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich sehe gerade, es ist vielleicht besser, die Spielerauszeichnung folgen zu lassen. Und das können wir sicherlich dann auch machen. Und da sind die Spieler wahrscheinlich mehr zufrieden wie eine plumpe Feier, die wir wieder veranstalten wollen. Wir versuchen aber zumindest noch mal essen zu gehen, samstags drauf. Werden das auch noch einplanen hier im Mai. Und im Juni ist frei bis auf die Nationalmannschaft der Urlaubsbeginn hier am 8. Juni. Und ja, dann haben wir nach dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen auch diese Saison abgerappt. Grifo ist wieder fit, das ist äußerst gut. Seine Saison atemberaubend. 42 Spiele, 25 Vorlagen. Durchschnittsform 12. Das ist ja Wahnsinn. Also der hat wirklich eine sehr, sehr gute Saison gemacht bei uns. Vertragsende 2023. Das heißt, wir werden uns darum bekümmern müssen, mit ihm einen neuen Vertrag auszuhandeln. Und ich denke, es ist an der Zeit, das genau jetzt zu machen. Wir gucken uns das also mal gerade an, bevor es hier auf den Transfermarkt geht. Denn der macht bald wieder auf und dann müssten wir im Zweifelsfall Grifo schon verhökern. Das wollen wir natürlich nicht. Der gute Mann ist 29, ist also im besten Fußballeralter und hat Vertragsende 2023. Sein Gehalt liegt bei 2 Millionen. Wir gucken uns mal die Situation unseres Vereins an. Und wenn wir hier mal schauen, Topverdiener ist Nico Schlotterbeck. Auch wenn ich den Namen so langsam ausgesprochen habe, verdient er 2,6 Millionen. Also drüber sollte es dann im Idealfall nicht laufen, um das Gefüge nicht zu sprengen. Allerdings muss man sagen, er gehört natürlich zu den Leistungsträgern. Wir gucken mal, was er sich so vorstellt. Wow. Und es ist nicht möglich. Er lehnt Verhandlungen zur Vertragsverlängerung ab. Er sucht eine neue Herausforderung. Wir werden das Gespräch mit ihm suchen. Und wir können ihn hier nicht zu einer weiteren Saison oder zu einer Vertragsverlängerung überreden. Das ist extrem blöd, denn dann werde ich eventuell im Sommer tätig werden müssen. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Wir loben ihn auf jeden Fall mal, dass er sich in der Saison sehr verbessert hat. Drei Moralpunkte. Gucken mal, ob das irgendwas ändert. Nein, tut es nicht. Also diese Situation Grifo ist akut. Und das habe ich so nicht kommen sehen. Übel, übel. Und insofern werden wir natürlich auch sehen, was mit Stindl ist. Dessen Vertrag läuft nächste Saison auch aus. Gucken, ob hier was geht. Wir nehmen das Thema mal gerade auf. Verdient 1,4 Millionen. Ja, und hier ist die Vertragsverlängerung möglich. Wir gucken mal die Konditionen. Und nochmal 2 Jahre wäre sicherlich ausreichend. Dann ist er 35. Dann würde es ja bis 25 laufen. Fakt ist, das Grundgehalt können wir halten. Und einige Male spielen ist auch in Ordnung, weil er wird natürlich nicht besser mit dem Alter. Das heißt, wir werden ihn als Backup gegebenenfalls weiterhin benötigen oder benötigen wollen. Wir bieten ihm mal die gleichen Konditionen an. 1,4 Millionen, da bin ich absolut dafür. Das Schöne ist halt, dass er professionell ist und ein Teamplayer. Das sind zwei große Pfünde in der Vertragsverhandlung, zumindest für ihn natürlich auch. Und er ist natürlich wahnsinnig flexibel. Offensives Mittelfeld, Sturm, hängende Spitze. Also da haben wir immer jemanden, den wir nochmal bringen können. Und er ist natürlich ein Routinier, ist ein ausgebuffter Profi. Ihr seht es an der Erfahrung. Er ist sehr erfahren, hat plus 2 Stärke allein dadurch. Und ich gucke mal gerade, was wir hier bei den Prämien haben. Auflaufprämie wird sogar geringer. Optionen nehmen wir keine rein, auch wenn die natürlich bei uns schlecht und bei ihm äußerst positiv ankäme. Posten am Karriereende könnte ich ihm anbieten, da bin ich interessiert dran. Gehaltskürzung bei Abstieg lassen wir auch drin. Und dann können wir sogar noch runtergehen. Akzeptabel wären 1,3. Ich glaube, ich mache dann 100.000 weniger im Jahr und biete ihm das einfach mal an. Ist natürlich gut, hier frühzeitig Klarheit zu haben. Und was Grifo anbelangt, puh, bitter. Also eventuell brauchen wir einen neuen Kreativ-Mastermind.
Star in unseren Reihen. Wir werden gucken, ob in der Sommerpause eventuell sich da was tut. Ansonsten werden wir ihn auf den Transfermarkt setzen müssen. Kommen wir aber nun zum 34. Spieltag in der Allianz Arena. Es ist das Allianz Stadion und ich habe mich verleiten lassen, diesen Fehler einzubauen. Eigentlich in der Bayer Arena, ihr seht es hier, aber die Namensrechte wurden wohl neu vergeben. Insofern absolut identische Mannschaftsstärken hier. Die Saison bisher könnte aber kaum unterschiedlicher bewertet werden. Hinspiel ging 1:0 für Bayer Leverkusen aus. Wir haben also noch eine Rechnung offen. Und vielleicht sichern wir Platz 2 in diesem letzten Spiel auswärts bei Bayer Leverkusen. So, und jetzt ist John Gelb gesperrt. Das heißt, wir brauchen auf rechts Ersatz. Und das ist gar nicht mal so leicht. Wir könnten Salah nach rechts ziehen. Da Haberer hier nicht zur Verfügung ist, offensiv. Ja gut, wir können Stindl natürlich dahin packen. Und in den Sturm berufen wir dann Demirovic. Wir überlegen hier noch ein bisschen was durchzupacken. Wir werden Günther nochmal spielen lassen. Müssen noch einen Spieler hier dazu nehmen. Offensiv haben wir da gar nichts mehr. Holen also noch Philipp Lienhardt mit rein. Und ich glaube, der lässt sich heute auch mal in die Startelf berufen. Philipp Lienhardt für Konaté. Einfach mal eine überraschende Aufstellung hier. Schwächen uns damit aber auch. Habe ich gerade nicht bedacht. Nein, Konaté bleibt drin und Lienhardt ist zur Verfügung, falls es hart auf hart kommt. Ich denke, so werden wir spielen. Pedersen, Demirovic vorne, Stindl dahinter. Und dann steigen wir ein in diese letzte Partie der Saison. Ich habe richtig Bock. Kämpfen um jeden Ball ist eine klare Ansage. Gucken uns den Gegner an. Und einige Gelbsperren bei Bayer Leverkusen haben es nicht mehr rechtzeitig in die Partie gepackt. Frimpong, Aranguiz, Demirbay und Patrick Schick sind gelb vorbelastet. Ist aber am 34. Spieltag natürlich ohne weitere Folgen. Ansonsten Stuart Dallas kenne ich gar nicht als Linksverteidiger. Tah und Bakka in der Innenverteidigung. Vorne Hofmann und Schick, auch hochinteressant. Ja, Diaby, linkes Mittelfeld, Bellarabi rechts, also viel Kreativität und Schnelligkeit hier bei Bayer Leverkusen. Bin gespannt, wie sich Schlotterbeck und Konaté diesbezüglich, oder auf den Außen vor allen Dingen Günther und Jonathan Schmid anstellen werden. Der Schiedsrichter pfeift dementsprechend diese Partie an. Viel Spaß. Ach du Scheiße. Entschuldigung, Roland Salah, erste Minute, muskuläre Probleme. Das ist extrem schlecht, denn auf rechts haben wir sonst nicht viel. Schmid könnte das machen. Dann würde Richards auf rechts spielen. Gerade mal gucken, wie Günther auf rechts... Ja, die Mannschaftsstärke bleibt besser, wenn Richards rechts spielt. Und dann Schmid ins rechte Mittelfeld. Aber erste Minute Verletzung. Gott sei Dank ist es tatsächlich die letzte Partie der Saison. Ja, 90 Minuten, ein Wechsel ist durch. Super, Salah verletzt, muskuläre Probleme. Wahrscheinlich nicht allzu hartnäckig, aber natürlich ein richtiges Problem. Und ein richtiger Nackenschlag. Defensiv ausgerichtete Leverkusener fangen hier auch den ersten Freistoß von Grifo. Schlotterbeck verpasst nur knapp. Konaté mit dem frühen Foul und der frühen gelben Karte. Tarkan Demirovic kurz vor dem Strafraum nur regelwidrig stoppen. Dann die Chance für uns. Freistoß Grifo, aber kein Tor. Pedersen quer gespielt, dann auf Demirovic mit dem Heber, aber kein Treffer. Ecke von Grifo. Radetzky kommt entschlossen raus, hat das Ding sicher. Die Chancen ganz klar bei uns. Dann aber die Leverkusener mit einem Riesending. Und die Glanzparade von Marc Flecken. 17. Minute hier. Frimpong kann sich auf den rechten Flügel nicht gegen Günther durchsetzen. Bellarabi kommt zur Unterstützung, bekommt den Ball, flankt in die Mitte. Hofmann kann Flecken abwehren. Und den Nachschuss von Patrick Schick hat er auch. Schwache Aktion von Stindl. Verzettelt sich bei dem hierbei. Lattenschuss, wir fordern mehr Konzentration ein von unseren Leuten. Die größeren Chancen hat jetzt Leverkusen. Philipp Hofmann hier in der 26. Ausgeglichene Partie an der Stelle, aber noch ohne viel Tamtam. Und dann das 1:0 für uns aus dem Nichts. Eine kleine Chance eigentlich nur. Stindl mit dem 10. der Tor und die Vorlage von Pedersen nach einer Ecke von Grifo. Pedersen verlängert den Eckstoß am kurzen Pfosten. Ja, und Stindl relativ unbedrängt. Und dann 1:0 für uns hier in Leverkusen. Die nächste Chance direkt im Anschluss. Wir nehmen Fahrt auf. Grifo wieder und wieder und wieder auf Demirovic. Und dann die Leverkusener, Demirbay mit der Ecke. Flecken hat das Ding aber. Relativ ungefährlich. Und dann das 1:1 trotzdem in Folge dessen. Moussa Diaby. Boah, 12. Vorlage von Demirbay. Zu viel von ihm auf Diaby. Aus 15 Metern hämmert er ihn an die Unterkante der Latte. 1:1, alles wieder ausgeglichen. Schmid, rüdes Foulspiel. Wir sind hart einsteigend hier. Ebenfalls gelb. Und dann die Leverkusener mit einer Ecke von Demirbay. Aber Konaté kann mit der guten Kopfballabwehr klären. Wir sind jetzt im Hintertreffen. Die Leverkusener mit der nächsten Chance. Dallas mit einem schönen Pass auf Demirbay. Puh, knapp abseits.
Wir sind jetzt auch unterlegen. 1:1 geht's in die Pause. Von der Frische her sind wir hier wirklich gut aufgestellt. Wir massieren nur für den Spaß. Pedersen mit einer guten Partie, Stindl mit einer guten Partie, Schlotterbeck mit einer guten Partie und Konaté auch. Wir ermutigen hier mal Schmied rechts im Mittelfeld auf der ungewohnten Position mehr zu machen. Er versucht mehr zu tun. Wir gehen in die zweite Halbzeit und hoffen, mehr als einen Punkt mitnehmen zu können. Aber auch der reicht natürlich. Schicken alle zum Warmmachen. Und dann das 2:1. Wir kommen gut aus der Kabine. Wieder eine gar nicht allzu große Chance, aber Pedersen macht die Dinger egal von wo. Nach einer Ecke, Grifo, Radetzky segelt dran vorbei, Pedersen muss nur einköpfen, 2:1 durch den Fehler von Radetzky. Das ist natürlich super. Und wir wechseln das zweite Mal für heute. Eggestein für Schmied, der hier gelb vorbelastet ist. Und ich nehme jetzt auch Lienhardt rein, dem ich die Chance geben will. Zwei Wechsel sind geschehen, Eggestein rein, Lienhardt rein. Grifo schießt Bellarabi an, holt den Eckball heraus. Der kommt rein, aber Grifo auf Radetzky. Diesmal hat er das Ding sicher. Weiterhin 2:1. In der 65. Große Chance durch Demirovic. Es war aber gleiche Höhe. Und was haben wir da? 65. Kammerwinger mit einem vermeintlichen Tor. Aber die Frage ist, ob der Ball wirklich drin war. Und er gibt das Tor. Korrekte Entscheidung. 2:0 für uns. Eduardo Kammerwinger mit dem dritten Tor. Es steht 3:1 und das ist natürlich Weltklasse. Und das trotz der Verletzung von Salay und den gelben Karten. Amiri jetzt für Bellarabi. Wir können an der Taktik ein bisschen schrauben. Wir werden etwas tiefer stehen und auf Konter gehen. Werden nicht mehr so viel pressen. Kürzere Bälle, etwas vorsichtiger. Und nehmen ein bisschen was von unserem Einsatz raus. Oh, sind haushoch überlegen jetzt hier. Einseitige Partie, der Ticker schreibt es auch. Leverkusen hat nichts entgegenzusetzen. Aranguiz mit einem taktischen Foul. Wir bringen jetzt Kevin Schade für Demirovic. Und Schade hat ja eigentlich immer getroffen, wenn er reinkam. So gefühlt jedenfalls. Dann die nächste Chance, 74. Leverkusen kontert. Aranguiz auf Hofmann, riesige Chance vor Flecken, zieht ab. Flecken ist unten und hat den Ball. Der Mann ist heute wirklich gut in Form. 2,0, wenn die sich nicht noch bessert. So, und wir bringen noch ein paar Leute. Haben noch einen Wechsel. Ja, und ich denke, Höfler hat sich seine Chance verdient. Kammerwinger geht runter. Wir werden etwas defensiver. Diaby auf Demirbay. Heber, Diaby, Fingerspitzen und streicht den Ball. Flecken streicht den Ball ins Aus. Höfler jetzt für Kammerwinger. Wir sind voll konzentriert, werden jetzt ein wenig Zeitspiel betreiben. Das Ding bringen wir hier jetzt auf jeden Fall über die Zeit. Wobei Bayer Leverkusen jetzt extrem überlegen ist, machen wir hinten dicht. Eggestein wegen grünen Foulspiels nochmal gelb. Das ist die dritte gelbe wegen grünen Foulspiels. Aber es gibt Elfmeter und gelb für Eggestein. Und dann das 3:2 durch Aranguiz. Es war nicht nur Rüdes Foulspiel, es war sogar noch ein 16er. Aranguiz macht das 3:2 in der 89. Passiert hier noch was? Nein. Aus Ende. Wir gewinnen 3:2 in Leverkusen. Oh, und guckt mal hier, Europa, wir kommen. Wie geil ist das denn? Ja, großartig. Boah, 3:2, was eine coole Partie zu Saisonende. Ja, und damit sind wir tatsächlich, die Saison ist zu Ende, Tabellenzweiter. 5 Punkte vorbei Leverkusen. Dortmund rettet sich in die Europa League. Leipzig in die Champions League. Gerade mal gucken. Ja, sie retten sich tatsächlich durch ein Unentschieden. Die Wölfe verlieren am letzten Spieltag. Boah, 5:0 gegen die Bayern. Und dadurch ist Dortmund nur Fünfter geblieben. Okay. Absteiger, Bochum und Bielefeld. Die Hertha muss in die Relegation nach einem Unentschieden gegen den BVB. Wow. Hätten die das Ding gewonnen, wären sie sogar drin geblieben. Aber Stuttgart gewinnt 2:0 gegen den FC Köln. Und damit retten die sich und halten sich in der Liga. Das ist, wenn man es mal so betrachtet, bis auf Fürth gegen Bochum, eine absolut identische Konstellation zu dem, was wir momentan in der Bundesliga sehen. Ungeachtet dessen, dass der VfL Wolfsburg da natürlich nichts auf Platz 6 zu suchen hat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir beenden mit 21 Siegen, 9 Unentschieden und 4 Niederlagen die Saison bei einem Torverhältnis von 76:41. Und das, muss ich sagen, lässt sich absolut sehen. Zweitstärkstes Sturm der Liga. Aber wir haben relativ viele Gegentore bekommen, das kann man schon noch so sagen. Wobei, bis auf die Bayern, die nur 17 Gegentreffer kassiert haben, sind wir sogar viertstärkste Verteidigung der Liga geworden. Aber sei es drum, diese Tabelle bitte einrahmen. Saison 1 ist abgeschlossen. Wir holen uns die Stimmen ab
Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung. Was hat Kevin Schade geraucht? Okay, interessant. Boah, Nils Petersen, 5 bester Torschützenliste. Leroy Sané macht 25 Buden diese Saison. Wow. Schick 24, Embolo 23, Haaland 22 und Petersen dann auf Platz 5 mit 20 Nüssen. Viertnotenbester Spieler der Saison wiederum. Neuhaus am besten gewesen. Kimmich, Kramer. Christoph Kramer, wo hat er das denn hergeholt? Die Gladbacher sind ja tatsächlich nur Siebter geworden, haben aber hier 2 Spieler unter den besten Dreien. Das ist ja verrückt. Vom Fairplay her, wir waren die fairste Mannschaft. Nicht eine rote oder gelb-rote Karte kassiert in der Saison. 32 Mal gelb. Derweil sieht man hier, wow, die Dortmunder. Nasenbeinbruch Malen. Schädelbruch Akanji, wow. Und Wadenbeinbruch Mats Hummels. Noch eine Woche. Mit wem haben die bitte in der Innenverteidigung gespielt? Can Pongracic und Schulz und Meunier. Naja gut, das geht ja noch. Dann hatten sie aber nicht mehr viel auf der Bank. Morey, Paslak. Ja, hochinteressant bei denen. Die sind da echt verletzungsgebeutelt. Jove Leo hier mit 6 gelben und 2-mal gelb-rot die Saison vom Platz gegangen. Wow. Aber das zu den Statistiken. Diese Saison ist beendet. Bernardeschi wechselt zu Tottenham ablösefrei. Also ich glaube, wir gucken uns als nächstes mal, und das muss man jetzt hier festhalten, den Transfermarkt an, ob da schon was passiert ist. Denn jetzt müssen wir relativ schnell zuschlagen. Aber first things first, Let's Splinter, sie haben einen neuen Manager-Level erreicht. Ich möchte euch das nicht vorenthalten. Manager-Level 3 für Let's Splinter hier im Fußballmanager. Atemberaubend. Atemberaubend. Stindl hat einen neuen Vertrag unterschrieben, 2 Jahre länger. Können wir ihn dafür abfeiern? Ja, wir können ihn abfeiern, indem wir sagen, du hältst dich gut für dein Alter. 3 Moralpunkte hinzu. Ah, herrlich. 5 Tage Ausfall für Salah. Manager-Level hatten wir. Präsident Eberhard Fugmann beruft ein Meeting zur Nachbesprechung der Saison ein. Er zeigt sich hocherfreut, dass die Mannschaft die Erwartungen für die abgelaufene Saison übertreffen konnte. Jetzt freut er sich auf die kommende Saison und hofft, dass sie weiterhin mit so viel Schwung und Elan Trainer bleiben. Na, das werden wir auf jeden Fall tun. Wow. 11 des Jahres Petersen, klar. Dominik Heinz? Respekt. Spielergespräch. Ja, da kann man Ihnen sagen, dass er sich in der Saison sehr verbessert hat. 3 Moralpunkte hinzu. Petersen? Naja, wir könnten ihm sagen, er soll seine Ziele herunterschrauben, aber auf keinen Fall. Er trainiert sensationell und das wird ihn natürlich freuen. 5 Moralpunkte hinzu. Die Ligapreisgelder werden verteilt und wir bekommen für den 7. Tabellenplatz, jetzt bin ich verwirrt, da geht's bestimmt um die 2., oder? Nee, da sind wir 13. geworden. Wir sind 2. geworden. Ist das ein Bug? 7. Tabellenplatz angeblich. Aber wir bekommen 38,87 Millionen. Die sehe ich nicht für den Tabellen-7. Also wahrscheinlich ist es nur ein Bug, diese Anzeige. Wir bekommen auf jeden Fall 38 Millionen und gucken uns das mal gerade an im Finanzstatus. Yo, wir sind dick reich. Also richtig dick reich. Und jetzt gucken wir mal auf den Transfermarkt. Da ist noch nichts los. Ja, verrückt. Die Rangliste des Fußballs wird wieder mal veröffentlicht. Und das mag Flecken nicht dabei bei den Torhütern. Das ist krass. Auch in den Innenverteidigern haben wir keinen hier dabei. Außenbahn defensiv Schmied auf Rang 7 im Blickfeld. Offensiv natürlich Grifo, klare Nummer. Im Mittelfeld selbst defensiv niemanden. Offensiv Salah, wow, in der Weltklasse. Das müsste die Weltklasse sein. Wie gesagt, beim letzten Mal schon, dieses weiß hinterlegte hier sorgt dafür, dass man es nicht gut lesen kann, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Und ich kann hier auch nichts irgendwie anmarkern. Aber Salah ganz oben dabei, Kamavinga auch, internationale Klasse. Das ist stark. Und dann auch noch Eggestein im Blickfeld. Cool. Und beim Sturm, Petersen auf Rang 3, internationale Klasse, Lars Stindl im Blickfeld. Und da würde ich sagen, bis auf Torhüter und so sind wir eigentlich ganz gut bedacht worden bei der Kicker-Rangliste. Und dann die Auf- und Abwertungsrunde, da bin ich natürlich hoch interessiert. Los geht's, Salah, gute Leistung, Stärkepunkt hinzu. Grifo, wichtig, gute Leistung, aber nur die Konstanz verbessert. Marc Flecken hier, unser Torwart, mit guten Leistungen ein Stärkepunkt hinzubekommen. Sehr, sehr gut. Dominik Heinz, in der 11 des Jahres, gute Leistung, 2 Pluspunkte in der Konstanz. Nils Petersen, ja, klares Plus. Konstant hohes Niveau, ein Stärkepunkt hinzu. Lukas Höhler, verletzungsanfällig. Jo, Verletzungspech, minus ein Stärkepunkt.
Schlotterbeck. Gute Leistung, Stärkepunkt hinzugewonnen. Ausgezeichnet. Und Kopfballpräzision nochmal hinzu. Demirovic auch gut. Ja, Stärkepunkt als Joker. Ein Stärkepunkt hinzu. Haberer verlässt uns zum Ende der Saison und ist unzufrieden. Minus 1. Gulde kaum gespielt. Jo, auch der, genau deswegen. Ich könnte es fast ahnen. Minus 1. Schlotterbeck wahrscheinlich dasselbe. Ein verlorenes Jahr. Minus 2. Wow, ja gut. Und leidet an schlechtem Selbstvertrauen. Schlotterbeck, Kevin stürzt hier ab. Uphoff, keine Spielpraxis, minus 1. Keitel, auch nicht gespielt. Minus 1. Lars Stindl, Schusskraft, viele Tore erzielt. Und Omar Richards, unsere Leihgabe, gute Saison, jawohl, Pluspunkt hier für ihn. Finn Dahmen geht wahrscheinlich zurück, verliert 2 Punkte. Oh, da freuen sich die Mainzer, ouch. Konaté, eine gute Saison gemacht, oder? Ja, Kopfballspiel immerhin verbessert. Und dann die Reserve, die gehen wir natürlich flotter durch. Flum mit einem leichten Minus, Schmidt mit einem Plus, Dietz Minus, Down Minus, Boller Minus. So, damit 6 Spieler verbessert, 10 verschlechtert, 8 Level verloren. Aber ich muss sagen, die wichtigen haben sich definitiv verbessert. Also sind wir einigermaßen zufrieden mit der Auf- und Abwertungsrunde. Schnitt von 1,9, ein gutes Ergebnis unserer Stecktabelle, die wir hier ausklabüstert hatten. Fabelhaft. Bochum als letzten festgelegt. Ich glaube, wir hatten seine Mannschaftsstärke festgemacht. Salah ist wieder fit, das ist schön. Viele tausende Menschen haben sich auf dem Rathausplatz versammelt und jubeln der Mannschaft zu. Noch bis spät in die Nacht wird gefeiert. Sie verteilen kostenlos Getränke und Pizza. Das mögen die Fans natürlich und ihre Beliebtheit steigt um 5 Punkte. So, wir haben einen neuen Merchandise-Artikel. Der Aufnäher kann aufgenommen werden. Das machen wir natürlich sehr gerne. Und dann die Spielauszeichnung der Saison. Notenbester Spieler, natürlich Nils Pedersen. 2,58. Was für ein guter Wert für den 33-jährigen Stürmer. Als bester Torschütze natürlich ebenfalls bei uns geehrt. Auszeichnung Tor des Jahres bekommt Demirovic beim 3:2 gegen die TSG Hoffenheim. Das muss das Hinspiel gewesen sein, denn im Pokal haben wir 2:1 verloren. Schöne Grüße nochmal dahin. Und das Rückspiel ging, glaube ich, 0-0 aus, wenn ich mich recht entsinne. Tor des Jahres also durch Erdin Demirovic. Liebling der Fans, Roland Salay. 25 Jahre alt, unser Offensivtalent, 3.100 Trikots verkauft. Und am häufigsten Spieler des Spiels natürlich Vincenzo Grifo. 5-mal ist er das geworden. Und hier nochmal zusammengefasst die Auszeichnungen unserer Mannschaft in dieser Saison. Viktoria Aschaffenburg hat Sandrino Braun-Schumacher ein Vertragsangebot gemacht. Und da muss ich sagen, den können wir aber eigentlich behalten. Gucken wir, was er will. Oh, er will ein bisschen mehr Geld. 30.000. Ja, und er wird für die Amateurmannschaft verpflichtet. Ist 33 Jahre alt. Also machen wir noch einen 2-Jahres-Vertrag, unterbreiten ihm das Angebot. Oh, und die extremen Bonuszahlungen halten hier tatsächlich, wow, den Verein davon ab, dem zuzustimmen. Der Zu-Null-Bonus wird also nach unten korrigiert und es könnte nur eben jener sein. Dann müssen wir teuer werden. Dann müssen wir 35.000 auf den Tisch legen und das geht in Ordnung und dann können wir mit ihm verhandeln. Haberer noch angeschlagen, Höhler noch angeschlagen. Wir schauen wieder auf den Transfermarkt. Jiří Pavlenka, 30 Jahre alt als Torwart, noch 3 Tage verletzt. Wäre natürlich eine gute Option als Ersatztorhüter. Wir brauchen ja einen für die nächste Saison. Und die Sache ist die, er ist vertrags- und ablösefrei. Was haben wir an ihm? Fairness, ehrgeizig, professionell. Eigentlich genau das, was wir suchen. Außerdem ein Spieler, der sich absolut bewährt hat. 30 Jahre alt. Von ihm können wir natürlich nicht mehr allzu viel. Aber wie gesagt, der ist natürlich kostenlos. Begeisterung sieht anders aus. Mindestens 3 Jahre Vertragslaufzeit. Wobei auch 1 Jahr scheinbar hier geht. Das ist merkwürdig. 3 Jahre können wir ihm auf jeden Fall bieten. Dann hätten wir Ruhe auf der Vertretungsposition. Gucken, was wir ihm bieten müssen an Geld. Akzeptabel wären 675.000. Damit bin ich eigentlich echt zufrieden. Und wenn wir ihn zum Ergänzungsspieler degradieren, sind 700.000 in Ordnung. Gucken uns hier mal die Boni an. Gehaltskürzung ist drin, die Auflaufprämie relativ hoch. 25 Ligaspiele wird er wahrscheinlich eh nicht erreichen. Wir unterbreiten ihm das Angebot. Jiří Pavlenka als Ersatztorhüter hier für uns. Den Rest müssen wir uns tatsächlich zu späterer Zeit angucken. Wir haben hier noch ein bisschen was im Blickfeld, aber das wird natürlich jetzt nochmal komplett umgemodelt in der Sommerpause.
Und da muss man sagen, diese Saison ist tatsächlich abgeschlossen. Zumindest ist sie es fast. Wir werden noch eine weitere Folge machen. Die wird so aussehen, dass wir uns um unseren Kader kümmern. Und zwar sehr gezielt um unseren Kader. Wird also noch in der alten Playlist mit dem alten Logo natürlich versehen laufen. Und dann werdet ihr sehen, was zur neuen Saison passiert. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Hab schon einiges irgendwie im Hinterkopf. Ideen dafür könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren zukommen lassen. Bin da sehr offen, was das anbelangt. Und freue mich auf diese internationale Saison mit dem SC Freiburg. Insofern gerne den Abo-Button drücken, der jetzt hier gleich reingeflattert kommt. Freue mich immer, wenn neue Leute dazukommen. Macht mir riesig Spaß, die Saison hier mit dem SC Freiburg hat es auch getan. Freue mich über den zweiten Platz und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.